Überall Sprengstoff zu verteilen, klingt auf jeden Fall nach ihr. Aber wo ist sie? Wenn wir die Maschinen loswerden, finden wir es vielleicht heraus. Lass dich später auf jeden Fall revanchieren. Säure bringt nichts. Nein, schreit es, reitbar. Überlegen. Hey, Trucker, na, wie geht's dir? Hallenschreiter, werden wir uns gleich mal überbrücken. Langeweile? Warum hast du Langeweile? Natürlich war der ein bisschen langweilig, ja? Bisher hast du mich noch nicht geguckt. Ist der jetzt, ist der gleich nicht mehr langweilig? Hey, du Vogel, kommst du noch mal her? Doch nicht der. Ich kann jetzt Plünderer überbrücken und sie aufeinander hetzen. Komm schon. Nochmal her, du blöder Vogel. Er macht's bumm. Bummers Fallen sind echt praktisch. Den brauchen wir jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Also nicht mehr über Brücken. Schon. Und was hast du jetzt so gemacht, Trucker? Jetzt. Die Schiene ist genau reingelaufen. Ich möchte ja nichts sagen, aber das dauert mir zu lange, Schock. Bin direkt hinter dir! Jetzt hätte ich ahnen können. Hey, wo kommst du her? Genau, brauche ich. Gib her. Gibt ja noch einer. Jetzt. Also nicht. Boomer! Bist du da? Nichts. Sehen wir in den Ruinen nach. Vielleicht finden wir raus, wo sie ist. Erstmal Steinchen aufheben. Andere. Oh nee, der arme Krallenschreiter, hätte man gesagt, der arme Nabelschwein. Lass die mal noch stehen.
Weißt du, was da später noch kommt? Oh, allmählich klappt Fighten wieder. Und da mal neu hin. Was hast du denn heute gemacht, Trucker? Der Trucker wahrscheinlich wieder eingeschlafen. Wie gestern. Nicht viel, das ist wenig. Ein kleines Lager. Oh nein, ich kenne diesen Hammer. Das ist Bumas Lieblingshammer. Wenn sie ihn verliert, macht sie immer einen Riesenaufstand. Sie würde ihn nie liegen lassen. Vielleicht musste sie wegrennen, als die Maschinen kamen. Oder noch Schlimmeres? Hey, das wissen wir nicht. Sehen wir uns mal um. Vielleicht hat sie noch eine Spur gelegt. Halte durch, Buma. Wir kommen. Nimm einen neuen Hammer ein, oder was? Ich wollte dich hier nur looten. So. Sie ist wohl zu den Hügeln gegangen. Na dann los! Essen gekocht und Video geschaut. Das ist doch immerhin etwas. Auf der Klippe liegt eine Art Wrack. Wie ist Buma darauf gekommen? Klettert? Ah, eine kaputte Leiter. Sie muss unter Bumas Gewicht zerbrochen sein. Und wie kommen wir jetzt darauf? Klettern. Hier lang. Klettere zum Wrack hinauf. Also rauf auf diesen Fels. Und weiter. Und weiter. Und darum. Und was stellst du heute noch an, Trocker? Wie geht's dir, Della? Toll, ja. Einfach an der Felswand festklammern. Nicht runtersehen. Bitte. Das war keine Fanfrage, das war generell eine Frage. Geschafft. Hier kann ich durchatmen. Mal gucken, wann sie kommt. Da hinten eigentlich noch was? Na klar, wenn nicht, dann nicht hintergehen, ne? Eine doofe KI, nein. Also die KI haben sich hier tatsächlich um einiges verbessert. Also jetzt auch mit Patches nochmal. Haben sie da nochmal überarbeitet. Aber im Vergleich zum ersten auf jeden Fall auch was gut zugelegt. Was war das hier? Weiß nicht. Sieht aber verlassen aus. Ein Unterschlupf und irgendein Gerät. Gehört es Boomer? Speichern. Untersuche das Gerät. Metallabfallentsorgungseinheit außer Betrieb. Schlüsselkomponenten wurden von dem Gerät entfernt.
Hast doch was ein Remaster, kommt auch für den PC, habe ich gestern schon gesagt. Anscheinend wurden Bauteile entfernt. Sie wollte hier oben daran rumbasteln, nachdem Maschinen in ihr Lager bei der Ruine gekommen sind. Aber wohin ist sie dann gegangen? Das Wrack da unten sieht gut aus. So wie ich Buma kenne, kann sie einem glänzenden Schrotthaufen nicht widerstehen. Komm, schauen wir uns das da unten mal an. Mal mit. Aber das ist eh nichts für dich, Trucker. Hast du was? Viel zu gruselig. Hähnchen hier nehmen wir mal mit, weil haben ist besser als wollen. Oder noch schlimmer brauchen. Ein totes Viech, da sind wieder Fallen. Guck mal, am Fuß des Wracks. Werkzeuge. Sie hat noch etwas zum Basteln gefunden. Sehen wir uns das mal näher an. Erstmal so gucken. Ne? Immer mit. Dann gehen wir da mal hin. Ich wieder Video. Vermute ich mal. Sie hat ja hier an etwas gearbeitet. Aber wo? Buma? Muss fertig werden. Buma, was machst du da? Zu spät. Buma, was hast du getan? Jetzt wird es los. Es ist doch jetzt egal. Da kommen sie. Na, den wollte ich nicht. Siehst du, Buma? Genau deshalb sage ich immer, lauf nicht weg! Offen ist halt auch nicht meine Stärke. Lass mir mal in Ruhe, du wandelnder Schrotthaufen! Au! Hör mal, kann ich jetzt mal gucken? Dankeschön. Rockschall. Danke, mehr wollte ich gar nicht wissen. Autsch! Langsam. Haltet euch! Gut gelaufen. Feuere getippt. Sehr gut, Buma. Weit weg. Zeig sie, Buma! Wo war denn Nummer 3? Ja.
Boomer, was hast du dir gedacht? Die Maschinen hätten dich umbringen können. Wo könnt ihr? Okay. Boomer. Explosionsscheiben, okay. Boomer! Dann wollen wir mal. Hey, Boomer? Ja? Deine Schwester hat sich Sorgen um dich gemacht. Hör zu. Du bist bestimmt immer noch wütend. Aber du kannst nicht so einfach in die Wüste laufen. Ich bin nicht gelaufen. Und ich bin nicht wütend. Bist du nicht? Nein. Warum sollte ich? Wegen unserem Streit. Weil du weggelaufen bist. Bin ich nicht. Du hast mich verlassen. Würde ich nie tun, du... ist meine Schwester. Ich hatte eine Idee, also wollte ich Teile suchen. Siehst du? Eine Waffe. Hier kommt nur die Ladung rein. Das Geheimnis sind die Sprengscheiben. Schieß eine auf eine Maschine und boom, peng. Und dann kommt sie zurück, bis du sie oft genug schießt. Und dann macht sie boom. Also, das hoffe ich. Gerade kommt sie noch nicht zurück. Lass mal sehen. Der Stift ist locker. Deshalb wickel etwas Kabel hier drum. Fertig. Rotschopf, probier's mal. Nein, warte. Nimm die große Maschine. Hier lang. Und weg ist sie. Bist du nicht wegen unserem Streit weggelaufen? Nein. Aber du hast mir gar nichts gesagt. Du hast geschlafen. Warum hast du mich nicht geweckt? Du wolltest erst am nächsten Tag darüber reden. Naja, ja, aber ich meinte... ich meinte das nicht wirklich. Das nehme ich gern mit. Da habe ich denn jetzt das komische Ding hier? Was ja, habe ich wohl. Mit der großen Maschine? Warten wir auf sie. Juhu, sie ist wieder da! Auf die große Maschine! Wahrscheinlich gleich ein Donnerkiefer oder so. Wie bist du in die alte Ruine gekommen? Hab sie gesehen, als wir aus nirgendwo weg sind. Und du hast dir den Weg gemerkt? Yep. Hinter welcher großen Maschine sind wir her? Wart's ab. Ich glaube, das ist keine Schreckensdingsviech, oder? Unten ist sie. Hallo, runter. Das mit dem Runter müssen wir nochmal üben, Aloy, hä? Hier ist aber nichts. Pass auf. Panzerschnapper. Feuer und Säure. Wir bleiben hier oben, Rotschopf. Zeig ihnen, was in dir steckt. Das muss gut machen! Au! Er macht da Bumm! Oh!
Au! Ich kann noch. Er hat ihn selbst gesprengt, der Hammer. Ja, warte mal. Dann verpiesel das nicht wieder der Sack. Dann geh ich dabei looten. Mal, wenn grün voll ist, Scheibe werfen. Nein, das grün ist aufladen. Also, ich habe da Giftdinger dran. Oh, oben ist er, der Sack. Halt noch auf mich zukommen sehe und dann trotzdem nicht ausweichen, ja? Ab der Sack. Autsch. Bitte. Oh, oh. Da getroffen. Teil nervig. Wow. Junge, was war das denn?
zwischendrin vielleicht immer ganz lustig, aber wenn man das komplett nehmen muss, Das war spitze! Explodierende Funken, fliegendes Metall, baboom! Alles okay? Seit wir aus dem Anrecht weg sind, dachte ich, die ganze Zeit, wenn sie mit dem Sprengstoff aufhört, wird alles besser. Und nach eurem Streit dachtest du, du wärst zu streng mit ihr gewesen. Damit habe ich auch daneben gelegen. Sie sieht die Welt anders als ich. Ich sehe ein Problem. Sie sieht eine Lösung dafür. Schätze, das ist okay. Ohne dich hätte ich sie nicht zurück. Sie hat Glück, dass sie dich hat. Was die Waffe angeht, behalt sie. Als Dankeschön. Wollen wir heimgehen? Ich glaube, ich hatte gerade eine Idee für einen neuen Prototyp. Einen Explosiven? Aber klar. Ja! Mach's gut! Oh, ne, toll. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Die andere Quest. Oh, ein bisschen mitnehmen, beut mich wieder voll. Holz verbrauchst du hier so gut wie gar nicht, ne? Und da haben wir noch Loot. Und wie viel hast du gestern noch mitgekriegt, Drucker? Wann bist du eingepennt? Und da haben wir noch was. Haben wir noch was? Kohle räumen wir uns auch. Oh nee, der arme Nabelschwein. Aber wir verwerten es. Hast du nichts verkommen? Hui. Hinten stehen noch Sachen. Das nehmen wir mit. Hey, das war jetzt aber nicht erschrecken, oder? Das kriege ich schon nicht. Ab. Mal, aber wo war denn das jetzt? Wir sind da. Ja. War doch hier. Das von der Entfernung mit. Nimmer mehr. Gerade eben war nichts da. Wenn ich wieder da ist, sieht man die aus der Entfernung. Nicht, da musst echt hin. Ich komme. Da laufen wir vielleicht ein bisschen außen rum, hä? Das sieht schon cool aus. Das
Fragezeichen haben wir da vorne noch. Aloy, du kommst genau zur rechten Zeit. Hier drüben! Was ist denn du schon wieder?